Ach du Scheiße. Wie groß die Armee vorher war und wie groß sie jetzt ist. Schande über euch. Dann machen wir jetzt den Rest, den kläglichen Rest auch noch kalt. Komm, das kann man simulieren. Das muss nicht unbedingt sein. So. Und zack. Eroberte Einheiten, cool. Habe ich eine Kanone erobert? Die kann ich auch noch da reinstecken. Wusste ich ja gar nicht, dass man Kanonen erobern kann. Oh, da haben wir wieder ein Denkmal bekommen. Cool. Cool. Ich kann nicht viel näher ran. Ich kann gar nicht näher ran zoomen. Ich kann. Ja, das mit dem Zoom ist hier sowieso ein bisschen doof. Hohoho, wieder schon gegenüber Soren. Minus 12. Verwüstung minus 4. Treue Schwur, ja, bla bla bla. Treue Schwur ist nur minus 1. Das ist jetzt allerdings komisch. Ja, dann marschieren wir gleich hier hin. Und dann, oder vielleicht doch gleich die da und dann die da unten. Wäre vielleicht besser, oder? Gehe ich erst dahin. Und dann, die hier greifen mich wohl nicht an, habe ich das Gefühl. Achso, das ist ja noch eine dieselbe Runde, stimmt. War ich gerade ein bisschen verpeilt. So, dann, nach diesem glorreichen Sieg müssen wir natürlich speichern. Yes. Wie sieht's diplomatiemäßig aus? Mögen mich alle nach wie vor, bis auf die da. Das sind alles die dummen Shogun-Anhänger. Ne. Und eigentlich, das macht gerade richtig Fun, muss man schon sagen. Das macht richtig Fun zurzeit. Zitadelle. Was kann ich denn jetzt eigentlich Schönes alles rekrutieren? Schwarzer Bär. Sind die besser als die Infanterie? Kaiserliche Infanterie, wow. Kosten aber auch eine Menge. Im Vergleich hier, Linieninfanterie kostet 732 und Kaiserliche kostet 1100. Sind aber auch besser. Zack, zack. Machen wir vielleicht so. Und dann hier so zum Vergleich. Seht ihr die Veränderung? Ja, natürlich. So sieht's aus. Die Stadt ist noch gut. Die machen wir dann auch noch zu einer... zu einer Großstadt, oder? Nee, die bauen wir erstmal zu einer Stadt. Lol, ich dachte, die wäre schon längst eine Großstadt. Und Magistrat. Mal gucken, wie sieht's denn da aus mit... Oh, Sophina sieht nicht so gut aus. Dann baue ich hier noch ein Magistrat und Yakuza-Versteck. Komm. Ich habe ja genug Geld. Habe ja durch Plündern Geld bekommen. Das hätte ich eigentlich schon viel früher benutzen können für den Ausbau der Städte und so. Ja, dann bauen wir noch... Hier noch so ein paar... Frohn-Dingstars, was weiß ich, was das war. Auf jeden Fall Bauernhof. Und dann wieder Runde beenden. Und jetzt haben wir wieder gar kein Geld. Yippie. Yippie pippie. So kann man es natürlich auch machen. Einfach die Städte einnehmen, sie plündern und dann wieder zu Rebellenstädten werden lassen. Also, naja, Rebellenstädte werden sie ja noch nicht. Es wird dann wieder ein Clan. Aber, oh, da oben kommt gerade einer. Wenn sie wollen. Ach, da greifen sie an. So, machen wir schnell das Speichern. Und dann... Weiß jetzt nicht, soll ich Schlacht selber machen? Sieht eigentlich... Also die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich ein bisschen mehr für mich. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich habe ziemlich viel Linieninfanterie, die aber haben auch relativ viele. Komm, egal, mach mal. Bin gerade so ein Schlachtfeeling. Und dann werden wir mal sehen. Oh, die Karte sieht gut aus. Obwohl ich hier Wald habe. Das mag ich eigentlich nicht. Habt ihr auch schon mitbekriegt. Dann werde ich sie wahrscheinlich noch ein bisschen weiter nach vorne stellen müssen, damit sie hier nicht in den Wald reinballern. Also, oder aus dem Wald rausballern halt. Obwohl es ja eigentlich ganz gut wäre, weil die Kugeln von denen prallen an meine... Also an die Bäume noch teilweise. Und meine können ja rausschießen eigentlich. Könnte man vielleicht mal überlegen... Und den Wald könnte man eigentlich auch nutzen. Wenn ich Ninjas hätte, dann könnte ich die hier reinstellen.
Aber ich kann ja keine Ninjas ausbilden, oder? Das können ja nur diese Shogun-Anhänger. Auf jeden Fall könnte ich die hier reinstellen und dann würden die hier langsam nach vorne marschieren. Ach gut, ich stehe schon außerhalb vom Wald. Und natürlich jetzt wieder eine reine Infanterieschlacht sozusagen. Mit einmal Kavallerie, aber meinen General halt. Ansonsten eigentlich wieder eine reine Infanterieschlacht. Und dann muss ich nochmal ganz kurz gucken, was hat es denn jetzt eigentlich mit den Scharfschützen da auf sich? Das sind doch die da, ja? Können die einfach weiter schießen oder? Nö. Sind die präziser oder wie? Das sind ja Japaner! So, hier. Präzision und im Vergleich. Präzision 48, Präzision 33. Ja, sind besser, aber haben auch dafür weniger Einheiten in der. Weniger Männer in der Einheit. So. Natürlich wieder wie gewohnt am Anfang Pause und dann machen wir hier jetzt sowas ganz Schlaues. Machen wir jetzt so eine V-Formation. Damit ich schön in meinen V reinmarschieren und ich sie von allen Seiten beschießen kann. Wenn die blöd sind, dann werden sie da schön geradewegs reinmarschieren. Und dann werden wir mal sehen. Die lasse ich da stehen. So ist es gut, so wie es ist. Und dann stehen wir mal auf sehr schnell. Ja doch, die marschieren. Aber nur langsam. Herrje. Oh, schön rot. Oh, die Pferde sehen aber auch sexy aus. Sehen furchteinflößend aus. Ist das die Stadt? Nee. Das ist aber eine kleine Popelstadt. Hier will ich nicht. Hier, schöne V-Formation. Ja. Yeah. Mit denen noch ein bisschen mehr, so. Weil sonst haben sie nachher nichts zum Schießen. Und mit denen auch noch. Mache ich so einen auf Stratege, so Oberstratege, ne? Obwohl das ja nicht so unbedingt mein Spezialgebiet ist. So, dann lassen wir sie einfach mal reinmarschieren. Wahrscheinlich werden die mit ihrer Kavallerie mal wieder ein paar schöne Manöver machen. Und mir schön in den Rücken fallen. Wogegen ich nicht besonders viel tun kann. Weil die ja schließlich schneller sind. Aber dann muss ich mich einfach rechtzeitig hinstellen und dann werden wir mal sehen. Oh, das wird ein paar schöne rote Leichen geben auf dem Schlachtfeld. Oh, jetzt fangen sie an zu rennen. Oh yeah. Da marschieren wir schön in meinen Kessel rein. Aber wirklich geradewegs drauf. Hätte ich irgendwie ein bisschen schlauere, hätte ich die ein bisschen schlauer erwartet, vor allem bei wie viel Generälen? 5? Sind das jetzt eigentlich alles Generäle oder sind das auch Kavallerieeinheiten? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Können wir mal nachgucken. Leibwache des Generals, Leibwache des Generals. Auch. Sind alles Generäle. Cool. Dann werden sie ziemlich viel Dings da haben. das war jetzt ein blöder Satz. Ziemlich viel Dings da. Bringt natürlich überhaupt keinem was. Und da werden sie auch keine großen Manöver mit denen machen, weil wenn ein General fällt, dann ist es natürlich nicht gut für die Moral. Und das wissen die KIs auch. So, die stellen sich schön weiter. Ein bisschen mehr. Auf. Sag jetzt bloß, die können schon schießen. Nee, können sie nicht. Aber weiter marschieren tun sie auch nicht. Wahrscheinlich versammeln die sich jetzt erst noch schön und dann. Ach, da schießen schon die ersten. Cool. Da werden sie schon niedergeschossen, die ersten. Ach, das sind Nahkampf. Ja, okay. Ach, da wollen sie hier meine Flanke sozusagen kaputt machen. Hier auch mit dem General natürlich volle Kanne rein. Sehr schlau, muss ich schon sagen. Ja. Jetzt haben wir ihren General gekillt. Das wirkt sich natürlich äußerst positiv auf die Moral. Natürlich, wie immer. Hier schießen wir auch rein. Die fliehen auch gleich. Diese fliehen schon lang. Ja, gleich rennen sie weg. Und tschüss. Dann kommen noch die. Die müssten halt alle auf einmal angreifen eigentlich, wenn sie schlau wären. Ah, jetzt greifen sie an. Ja, müssten sie eigentlich alle auf einmal angreifen.
Habe ich ja gemeint. Aber... Ach du Scheiße. Die machen jetzt aber keinen Frontalangriff. Ja, okay, war eigentlich auch nicht so schlimm. Schließlich sind es ja Generäle und die sind ja nicht so unbedingt gut. Nö. Da haben sie meine Mitte durchbrochen, eiskalt. Ich fürchte, euer General schwebt in großer Gefahr. Oh. Moment, da machen wir kurz Pause. Das hat jetzt natürlich nicht so viel, motivieren, hier. Ganbati, was ist denn das? Vergrößert den Einflussbereich des Generals. Das kann man auch mal machen. Sammeln, ja, passt alles. Dann werden wir mal gucken. Ups. Egal. Ja, okay, der Frontangriff der Kavallerie hat jetzt natürlich meinen Männern einen gehörigen Schnitzer verpasst. Bei, ja, bei der Moral. Aber bei den Flanken bin ich immer noch der King. Und da werde ich sie dann schön umzingeln und alles. Ach du Kacke. Da machen wir mal... Ne, Moment. Da stellen sie sich jetzt mal schön so auf. Damit sie da reinballern können. Und die... Die stellen sich schön so auf. So. Nein, 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 nein. Mein Lord, der feindliche General ist tot. Schon wieder. Ihr stellt euch gefälligst wieder so auf, wie ihr wart. Und ja, da greifen sie wieder, machen sie wieder einen Frontangriff. Und so. Ach, das Motivieren hat schon was gebracht. Bin ich ja froh. Heilfroh. So, mit denen haben wir sie dann hier umzingelt und hier flieht auch gleich die Kavallerie von denen. Jawohl, da flieht sie. Und dann können wir die hier, aber am besten ohne meinen General, sondern nur hier die Infanterie. Stellt sich jetzt mal auf, so. Oh! Die sollten doch hier auf die feuern. Die mal weiter vorne, damit sie hier schön mehr befeuern können. So, peng, 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 peng. Euer Triumph ist nah. Ja. Ah, oh, die fliehen, jawohl. So eine riesige Einheit fliehender Soldaten sieht man doch immer gern. Sofern sie dem Feind gehören. Oh, da werden sie niedergeschossen. Ja. Da würde ich sagen, haben wir sie doch wieder besiegt. Jawohl. Haben wir sie kalt gemacht, ganz ohne Artillerie. War zwar relativ knapp am Ende noch, hätte ich eigentlich nicht für möglich gehalten, dass die noch so, naja, dass sie dem Frontalangriff halt auf meine Front sozusagen war jetzt halt nicht so unbedingt unbedingt das Beste. Man sieht auch, welche hier vorne standen. Welche hier standen, das waren hier die da, die hier gelb sind. Aber wir haben sie größtenteils... Ja, okay, naja, die meisten haben wir. Viele haben wir besiegt, so, sagen wir es so. Und dann schieße ich jetzt noch so viele nieder, wie es geht. Wie es geht. Und dann beenden wir auch wieder die Schlacht. Und es wird jetzt natürlich wieder einige Leute freuen, dass ich jetzt gerade so viele Schlachten mache, so... Relativ viele. Aber das war... Am Anfang habe ich halt nicht so viele Schlachten... Ah, sorry. Am Anfang habe ich halt nicht so viele Schlachten gemacht, weil es eigentlich unnötig war. Ich meine, mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 zu 1 muss ich doch keine Schlacht machen. So, ihr könnt wahrscheinlich mal gucken, ob ihr hier auf die vielleicht noch schießen könnt. Ah, ja gut, die Scharfschützen hier. Eigentlich, wenn die jetzt gerade alle fliehen, dann könnte ich eigentlich mit denen hier gerade in die Stadt einmarschieren, oder? Wäre ganz logisch. Hier, schießen. Schießen! Machen sie nicht.
rennen aber auch schnell. Die Japaner haben auch flinke Beine, das muss man schon sagen. Nein, 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 nein. Jetzt wollen sie schießen und ich drücke natürlich auf Dings. So, jetzt schießen wir noch schön in die Menge hier rein. Ich sollte vielleicht auch noch bei Möglichkeit ein paar treffen. Wow. Einen haben wir erwischt, cool. Ja, doch, ein paar haben wir noch erwischt. Ah, cool, jetzt staut sich's hier. Haha. Geil. Jetzt können wir hier noch ein paar niederschießen, wenn's gut läuft. Schieß da rein! Komm, rein jetzt, bevor sie wieder alle weg sind. Er sollte reinschießen. Männer. Wie soll das schön durch die Stadt durchfliehen? Ist natürlich auch eine äußerst moralische ja, Unterstützung für die Bewohner hier, wie da die schön fliehenden Feinde, fliehenden Verbündeten sozusagen dadurch, oder ihre Männer dadurch fliehen sehen, wie sie von meinen verfolgt werden. Das sollte der Bevölkerung ein bisschen zu denken geben. Also ich kapiere jetzt nicht, wie die da, warum die jetzt so da rumlaufen, aber... Ach, egal. Gefecht beenden, entscheidender Sieg, jawoll. Da haben wir wieder ein paar Feinde vernichtet. Aber mit den, muss ich jetzt, also mit der großen Armee, mit der zweiten großen Armee, die jetzt noch relativ unerfahren ist und so, muss ich jetzt erstmal in der Stadt drin bleiben, weil das waren ja Shogun-Treue. Und ja, ansonsten würden sie rebellieren. Entscheidender Sieg. Yes. Wenn das mal kein Sieg war, der über allen Tadeln erhaben ist, dann weiß ich auch nicht. So, und die Invasionsflotte von den Blauen da, was weiß ich, welche Dings das ist, ist ja auch ganz nah dran fast. Rebellion, wo? Ungleiche Abkommen. Ein Wort, mein Lord, die ungleichen Handelsabkommen mit den westlichen Mächten haben unsere Wirtschaft stark geschadet. Das Volk arbeitet fleißig und bekommt doch wenig Lohn für seine Mühe. Können wir denn nichts unternehmen? Dies ist eine traurige Angelegenheit. Wir werden die Ausländer aus dem Westen um eine Besserung der Umstände bitten. Wenn wir uns zu diesem Zeitpunkt an sie wenden, riskieren wir eine Verschlechterung wichtiger Verbindungen zum Westen. Also, ich würde sagen, ich mache hier Appell an die Westlichen, weil ich keinen Bock habe, dass da nachher total viele Aufständische sind in meinem Reich. Na, die Rebellenarmee ist groß. Ganz einfach ausgedrückt, die Rebellenarmee ist groß. Aber jetzt nehme ich erstmal die hier ein. So. Patung, da machen wir natürlich wieder automatisch, weil hier, ne, 20 zu 1. Würde ich jetzt mal spontan schätzen. Entscheidender Sieg, natürlich fast wieder keine Verluste. Heidenei. Machen wir jetzt friedlich besetzen oder plündern wir die auch? Das ist jetzt die Frage. Komm, die plündern wir. Scheiß drauf. Komm ins Geschliffen. Die wird jetzt natürlich wieder ein bisschen... Ich frag mich jetzt eigentlich, ob da jetzt so eine richtige Rebellenarmee kommt oder ob es überhaupt noch richtige Rebellenarmeen gibt. Oder ob das jetzt auch eine Armee von denen da ist, weil das wäre nämlich irgendwie scheiße. Ja, und die wird sowieso keine Chance haben, oder... Ja, wahrscheinlich nimmt die dann die Stadt hier ein, und dann kommt die Fettarmee und nimmt denen da die Stadt weg. Ja, so in der Art. So, wir hatten einen Sieg, das bedeutet, wieder speichern. Und dann, Moment, war das nicht hier irgendwie so, dass ich gucken konnte, wie viel Uhr wir haben?
Ach du Scheiße. 20, alter Schwede. Da nehme ich jetzt schon eine Weile auf. Da muss ich mal gucken, ob überhaupt mein Festplattenspeicher überhaupt noch so groß ist. Komm, das müsst ihr ja wohl gewinnen. Und wenn nicht, dann seid ihr Versager. Und dann gehört mir wieder eine weitere Stadt jetzt. Hier, gehört mir. Ah, eine Einheit habe ich verloren, aber egal. Das macht mir jetzt wenig aus. Friedlich besetzen. So. Wieder eine schöne Stadt mehr. Alter. Ein Militärhafen, alter Schwede. Kann ich die reparieren vielleicht? Bitte, komm schon. Oh nee, geht nicht. Gut, dann schicke ich dir einfach hier zurück. Und hier, ja. Zu einer großen Ortschaft machen. Oder hier so ein kommerzielle Bauernhöfe bauen. Auf jeden Fall, die Festung wird geheilt, also wieder gebaut. Das heißt, Repräsentation geht wieder ein bisschen hoch und komm, machen wir jetzt einfach eine große Ortschaft draus. Ist jetzt auch egal, ich habe ja schließlich jetzt wieder jede Menge Geld bekommen durch Plündern und so. Was bringt denn das? Minus 2 auf Modernisierung, Clanentwicklung, auch nie. Aber bringt Zufriedenheit und Wohlstand. Aber das mache ich jetzt nicht. Da. Ich würde ja am liebsten hier mal... Na? Das ist eine Kanonenschule und so. Moment. Ach ja, hier. Was ist denn jetzt besser? Ich sage, das Teure ist besser, also machen wir das da. Kriegen wir mehr Eisen und so. Also eine Menge. Dann hier noch das. Und noch so ein Frohndörfli. Magistrat, nee, brauchen wir jetzt nicht. Hier noch so ein Frohndörfli. Jetzt schön unsere ganzen Provinzen hier ausbauen. Da auch noch ein schönes Frohndörfli. Geht da auch noch eins. Ja, da geht auch noch eins. Und da geht auch noch eins. Und jetzt sind wir wieder pleite. Aber das hat sich gelohnt. Das ist ja schließlich eine Investition. Investitionen sind immer gut. So, und an dieser Stelle mache ich jetzt auch mal eine Aufnahmepause, weil ich langsam glaube, dass ich nicht mehr unbedingt so viel Platz habe auf meinem auf meiner Festplatte. Also, wir sehen uns dann. Oh, das wird dauern, das zu schneiden. Eieiei, das sehe ich jetzt schon. Also, wir sehen uns dann hoffentlich. Tschüss!